die sechste Arena steht uns bevor in Pokémon Leuchtende Perle. Wir treten ein und finden eine Stahlarena, wie es scheint. Howdy, zukünftiger Champ! Der Arena-Leiter hier setzt Stahl-Pokémon ein. Diese haben eine starke Verteidigung, gegen die du mit halbherzigen Angriffen nichts ausrichten kannst. Aha. Adam und Patrick hat dir schon alles gemacht. Verdammt. Aber gut, er ist immer vor uns hier. So, Charmian haben wir in der letzten Folge neu gefangen. Ist ein neues, letztes Teammitglied. Allerdings macht Tricky hier mehr Sinn, denn Feuer schmilzt Stahl. Und deshalb wird Tricky uns hier ein bisschen weiterhelfen können, denke ich, oder? Zeig, was du drauf hast. Stahl symbolisiert einen unbeugsamen Geist. Wer sich die niemals geschlagen gibt, dem wird sich der Pfad zum Sieg offenbaren. Alright. Und sorry, falls ich manchmal vergessen habe, in der letzten Folge ein paar, ja, Trainer nochmal anzusprechen. Manchmal vergesse ich das, weil es nicht immer irgendwas Besonderes zu, weil sie nicht immer was Besonderes zu geben haben. Trotzdem versuche ich dran zu denken. Wie ihr wissen solltet, versuche ich immer alles zu zeigen. Es hat Robustheit. Weil mit einem Crit eine Feuerattacke gegen Stein-Pokémon, das überlebt sich. Ah! Ja. Ja, gut, sehr gut. Eiszahn, dann mach halt Eiszahn, ne? Nicht sehr effektiv. Aber, okay. Wenn du deshalb ausgehalten hast, um noch diesen Eiszahn gegen mich einzusetzen, alles klar. Respektiere ich. Aber du hast absolut keine Chance gehabt. Nicht mal in einer Sekunde hattest du Chance. Ich habe zwar nie aufgegeben, aber leider auch nie gewonnen. Uwe. Wenn du aufgibst, ist für dich alles vorbei. Das mag sein. Was ist das hier? Nichts. Gott, wie hoch oder wie tief ist das hier alles? Das ist sehr komisch. Hi. In einer Arena geht es nicht nur darum, die Stärke deiner Pokémon zu prüfen. Es ist so viel mehr als das. Du selbst, deine ganze Persönlichkeit wird auf die Probe gestellt. Meine ganze Persönlichkeit? Auf die Probe gestellt? Jupp. Einfach jupp. Genau das habe ich gesagt. Aber inwiefern meine Persönlichkeit? Wenn doch eher die Art und Weise, wie ich mit meinen Pokémon umgehe und wie ich sie zum Kampf benutze, oder nicht? Fußkick sollte reichen. Auch wenn das ein Gestein-Pokémon ist und kein Stahl-Pokémon, habe ich trotzdem Fußkick. Und jetzt bin ich froh, dass ich das erlernt habe. Letzte Folge dachte ich mir, weiß ich nicht, aber jetzt bin ich froh. Diese Attacke war niederschmetternd. Danke. Ich kann den ganzen Tag mit meinem Pokémon zusammenarbeiten. Manchmal kämpfen wir sogar. So habe ich Tag ein, Tag aus jede Menge Spaß. Cool. Bium! Wie so ein Magnet zieht uns das hoch. Alright. Ein großes Labyrinth ist diese Arena also. Du fährst in den Aufzügen hoch und runter. So erreichst du mich und deinen nächsten Kampf. Hat er Kampf gesagt oder Kampf? Ich weiß nicht. Egal. Er hat eine goldene Wrench. Oh mein Gott. Er hat so viel echt Geld ausgegeben für die goldene Wrench in Team Fort. Naja, egal. Fußkick. Sidekick. Bam, bam. Mit meinen Clownsfüßen. Und weg mit euch. Ich habe keine Chance. Aber die XP, die spare ich mir auf für Charmian, damit es sich auch schon so bald wie möglich entwickeln kann. Da, ich freue mich schon auf was, so was für ein süßes Pokémon sich diese süße, charmante Katze entwickeln wird. Du, bam. Ciao, Onix und Onix. Aber der gleiche Trainer, aber diesmal mit zwei Onix. Oh, Entschuldigung, ich meine natürlich drei. Sorry, das ist natürlich ein großer Unterschied. Ciao. Und ja, nice. Ein paar Level-Ups. Ludwig hat verloren. Da hast du mich ganz schön runtergezogen. Oh yeah. Damit habe ich erstmal genug gekämpft. Ich mache mich wieder an die Wartung der Aufzüge. Hä? Sackgasse. Der Kampf war umsonst? Anscheinend. Ja, wow, hier ist auch nichts. Toll. Ich meine, der dritte ist richtig. Ich will mal gucken, was beim vierten ist. Oder ist der vierte richtig? Mhm.
Dann ist der vierte vielleicht richtig. Oder der dritte? Oder der vierte? Oder der dritte? Oder der vierte? Oder der dritte? Okay, ist es auf jeden Fall der vierte. Das war nur ein Troll. Damit wir auf jeden Fall gegen ihn kämpfen, falls wir es falsch haben. Und das ist der nächste Trainer. Ein Ass muss Wissen und Erfahrung mitbringen, und um auf hohem Niveau kämpfen zu können. Lass mich dir im Kampf veranschaulichen, was ich damit meine. Ja, dann zeig mir doch, was du damit meinst. Du Minenarbeiter Christian. Upi und Skora. Wir haben das gleiche Pokémon, nur halt schon entwickelt. Ich kann es nie oft genug sagen. Entwickelt eure Pokémon und sie werden stärker. Klar kann ich verstehen, dass man es nicht entwickeln will, weil es dann nicht so süß ist, wie es in der Vorentwicklung ist, aber wenn ihr Pokémon-Kämpfe macht, dann solltet ihr versuchen, stärker als dein Gegner zu sein. Also ein Gegner. Und da ist es wichtig, alle Mittel zu nutzen, die ihr habt. Also hört auf, B zu drücken oder euren Ewigstein zu benutzen. Und lasst es. Ich entwickle auch immer Bisasam, okay? Ja, ich weiß, großer Jocker, aber ich tue das auch, damit es stärker wird. Wow, irgendwie bin ich gerade in der Stimmung, ein Schlaffi dann zu stimmen. Bist du ein Pummeluff? Nein, aber, oh Gott, deine Zielstrebigkeit macht dich gewissermaßen bereit zu einem Ass. Wer weiß, vielleicht hast du gar das Potenzial, Asse zu übertreffen. That's what I said. Ich bin viel besser als du. Und deine ganze Ass-Familie. Ich bin viel besser als alle hier drin in diesem Gebäude. Auch der Arenaleiter. Komm her, Adam. Adam. Adamant, keine Ahnung. Komm her. Wo versteckst du dich? Ja, jetzt habe ich dir die Qual der Wahl. Geh ich nach oben. Okay, da ist einer. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang gehe. Ja, wow, hier ist nichts. Könnte sein, dass bei den Lernstellen vielleicht irgendwo versteckte Items sind, aber ich bin mir da jetzt auch nicht hundertprozentig sicher und ich habe jetzt auch keine Lust, das nachzuschauen. Ich will nur zu Adam und nicht den falschen Dingen hier. So, dann muss es hier oben richtig sein. Bei dir! Pokémon und Menschen arbeiten schon seit sehr vielen Jahren Hand in Hand. Wir geben dir gerne eine Kostprobe von dieser Zusammenarbeit. Bevor ich es vergesse, wir sollten darauf achten, dass hier unten ist nämlich ein Loch. Wahrscheinlich gibt es oben eine Falle, die einen wieder nach hier unten führt. Sollten wir darauf aufpassen. Eduard. Warum haben die alle das gleiche Pokémon? Hat er zweimal wieder Onix? Also ich muss wirklich langsam mal anfangen, das rauszuschneiden, weil das ist einfach enttäuschend. Ich meine, im Endeffekt, ich habe das schon so oft erwähnt, aber ich kann es nicht oft genug erwähnen. Platin sind viel bessere Spiele. Also Platin ist ein viel besseres Spiel, so. Und Diamant und Perl, man sieht hier, man hätte hier ein paar Verbesserungen machen können. Ein bisschen mehr Variation, ja, dann ist es halt nicht genauso die gleichen Pokémon und gleichen Trainer wie damals. Dann sind sie zumindest ein bisschen interessanter, als wenn du jetzt 20 Mal das gleiche Onix siehst. Oder bin ich ja nur als einziges der Meinung? Ach, keine Ahnung. Eine spektakuläre Niederlage, leider bleibt es trotzdem eine Niederlage. Immerhin bist du stolz auf deine Niederlage und kannst davon lernen. Die Art, wie ihr einander zur Seite steht, hat euch den Erfolg beschert. Yo. Das können nicht alle sagen. Ist auch nur eine Falle wahrscheinlich. Bei unten habe ich nichts gesehen, was hochführte. Hi, Dude. Hiya! Wir attackieren mit knallharten Karateschlägen. Hey, pass ruhig auf, ne? Willst du doch nicht wirklich verletzen, oder? Oder, Florian? Onix. Alle haben ein Onix. Obwohl das hier eine Stahlarena sein soll, haben sie alle ein Gestein-Pokémon. Ich meine, ehrlich, Fußkick ist ein Segen gerade. Das würde so viel länger dauern, wenn ich immer wieder rausrutschen müsste zum anderen Pokémon und dann das Onix mit dem anderen Pokémon besiegen müsste. Gut, dass ich Fußkick jetzt erlernt habe. Und dadurch ein Level behalte. Aber Charmander kriegt irgendwie wenig. Irgendwie, weiß ich nicht. Also, Tricky ist auf jeden Fall das beste Pokémon gegen Onix und Stalos. Ich habe genau die besten Attacken für euch, Spinner. So ein Feuerstrahl aufgeladen. Pow. Weiter so. Keep going, Bro. Wir kriegen das hin bis zur Spitze dieser Arena.
Das war eine ziemlich deftige Abreibung. Ja. Ich muss mein Leben wieder dem Training widmen. Der Weg ist das Ziel. Ja. Die Reise ist das richtige Abenteuer, nicht das Ziel. Oder wieso? Keine Ahnung. Oh! Okay. Viele Trainer hier. Wer sich auf einen Pokémon-Typ spezialisiert, erkennt dessen wahre Stärken und Schwächen. Ja, aber jeder, der das tut... Da, okay, da vielleicht erkennt er die Stärken und Schwächen, aber das hilft dir nicht, wenn du weißt, was deine Schwächen sind. Du hast 6 Stahl-Pokémon in deinem Team. Da kommt ein Feuertyp, also ein Trainer mit einem einzigen Feuer-Pokémon. Sagen wir mal jetzt ich mit dem Magbrand, mehr nicht. Was willst du tun? Das Einzige, was du tun könntest, ist, na gut, es gibt mehrere Optionen, theoretisch. Ich muss kurz rauswitchen, warum auch immer hat sie ein Wasser-Pokémon, passt sie überhaupt nicht zur Arena. Man könnte, es gibt auch bestimmt ein Stahl-Pokémon, was noch einen weiteren Typen hat, was da nicht so viel Damage nimmt zu Feuer. Vielleicht gibt es auch gute Attacken, die du beibringen kannst, ein schnelles Stahl-Pokémon mit einer Attacke, die sehr effektiv ist gegen Feuer oder so. Oder was du auch machen könntest. Also, man könnte auch Items geben, merke ich gerade. Vielleicht gibt es auch ein Item, was irgendwie da Resistenz verschwächt oder so, keine Ahnung. Aber was du einfach machen könntest, mehr als nur 6 Stahl-Pokémon zu haben oder... Weniger ist mehr, könnte man sagen. Keine 6 Stahl-Pokémon, vielleicht nur 2 Stück, wenn du die unbedingt haben willst. Und den Rest vielleicht Gesteiner noch, vielleicht noch selber Feuer oder sowas. Das wäre klug. Heimzahlung. Anwender nimmt Rache für einen besiegten Mitstreiter. Wurde in der vorigen Runde ein Mitstreiter besiegt, steigt die Stärke. Krass. Ja, eigentlich ist das besser als Grazurie, ne? Das hört sich voll krass an. Nehmen wir mit. Da habe ich es mit der Spezialisierung wohl etwas übertrieben. Tja. Freue dich mit deinem Pokémon an, bis es dir wirklich vertraut. So lernst du auf natürliche Weise, wie du es im Kampf am besten einsetzen kannst. Ja, das sollte Adam auch mal lernen, falls er wirklich nur so 6 Stahl-Pokémon hat und mehr nicht. Ich glaube, das ist schon das Ziel, oder? Oh yeah, da steht er mit einer Schaufel. Der cosplayt so ein bisschen den ersten Arena-Leiter. Ihr könnt euch noch erinnern an Fight, glaube ich, hieß der. Jetzt war mal ein Fight gegen ihn. Adam. Ah, das ist der Ort von Erzeling. Verstehe, verstehe. Du hast also meinen Sohn besiegt. Fight ist ein Sohn? Nun, das ist kein Wunder, er muss schließlich noch viel lernen. Aber im Gegensatz zu Fight werde ich eine richtige Herausforderung für dich sein. Oh mein Gott, er ist der Vater! Nicht, dass das irgendwie wichtig wäre, aber... Interessant. Was hat er mit seiner Schaufel vor? Wird er seine Pokémon ausgraben oder was? Oh ja, da gräbt ein Spiegel aus. Ein kleines Bronze, was sich nicht entwickelt hat zum Bronzong? Okay, dann halt nicht. Das macht meinen Job viel einfacher, mir... mal ganz schnell, mal eben diesen Orden unter den Nagel zu reißen. Verschwinde. Level 36. Ist schon stärker, der Typ. Aber nicht stark genug. Ich kann mich noch daran erinnern, dass die Pokémon von ihm sehr starke Attacken hatten. Und das sind die Herausforderungen von ihnen waren. Stalos. Also solange hier keiner Robustheit hat, ist alles One-Hit, ne? Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das so einfach wird. Na, ich würde schon sagen, der hat natürlich Robustheit. Das wäre auch crazy gewesen, hätte er das nicht. Nein, wie auch immer. Du bist sowieso jetzt down nach deiner Attacke. Oh, Erdbeben. Oh nein, 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 nein. Ich hab's überlebt, aber ich hab's euch gesagt. Er hat starke Attacken. Erdbeben, habt ihr gesehen? Macht einiges an Damage. Ist auch eine sehr gute Attacke. Aber wir haben das zum Glück überlebt und hätten noch ein einziges Pokémon parat. Ein Bolterus! Das Fossil-Pokémon. Huch, schon mal letztes Pokémon? Das ist der Moment der Wahrheit. Oh no! Lass mal kurz gucken. Anwender greift das hier mit Spezial... Nee, das war das nicht. Ich dachte, das könnte vergiften. Nee, verwirren kann ich aber!
Das ist eine smarte Taktik. Erstmal verwirren und dann angreifen. Steigt die Chance, dass ich mehr als einmal angreifen kann, weil da bestimmt irgendwas aus mich one-hitten wird. Bestimmt hat er was, aber vielleicht greift er sich jetzt selbst an. Ja. Ich meine, Bolterus ist Gesteinstahl. Was einiges an Sinn machen würde. Ja, ja. Tschüss, Mann! Alter, hat eine krasse Verteidigung. Das war ein Problem. Ja! Aber er schlägt sich selbst. Yes. Noch sind wir nicht am Ende. Meine Pokémon und ich geben niemals auf. Er wird es jetzt bestimmt heilen. Das ist meine Chance auszuswitchen. Aber will ich ausswitchen? Ich meine, was könnte ich denn machen? Toxin. Das ist Typ Stahl. Ich glaube, Toxin macht da dann nichts, ne? Charmian, kannst du irgendwas? Ich glaube, du bist auch nicht große Hilfe. Ich glaube, Tricky muss das alleine richten. Da er sich jetzt sowieso heilen wird, tue ich dasselbe. Mit, was habe ich denn? Habe ich irgendwas Gutes? Einen einzigen Hypertrank. Naja, der muss reichen. Was für Tränke hat er? Auch Hypertrank oder was anderes? Supertrank? Er ist mir sehr dankbar. Kein Problem, Tricky. Er heilt nicht, er greift an. Vielleicht heilt er sich erst beim roten Bereich. Gott. Na egal. Wir haben es auf jeden Fall geheilt. Oh, er hat eine Beere. Er hat eine Beere. Sinnelbeere oder so. Oh Gott. Nee, Citro. Ja, Citro ist viel besser. Er will wieder angreifen. Nicht im roten Bereich. Okay. Ich glaube, er will sich erst heilen, wenn er im roten Bereich ist, aber der wird dann niemals landen. Ah, oh, nee, er hat's geahnt. Top Genesung. Und ist nicht mehr verwirrt. Verflixt. Und. Ach, Gott. Aber er verbrennt. Haha. Haha, du kommst mir nicht. Dumm, dumm. Dumm, dumm, dumm. Konfusprall. Strahl, genau. Strahl. Verwirrung und Verbrennung. Was willst du jetzt tun, Bolterus? Fun Fact, ich wollte Bolterus auch ins Team tun, aber... dann doch nicht. Bolterus kriegt man nämlich nur in Perl. Und ich merke gerade, kann das sein, dass der in Platin... nicht Platin, in Diamant... das andere Fossil-Pokémon hat. Cognodon oder wie das hieß. Oder Ramaidon hieß ja die Weiterentwicklung, ne? Warte, da ist schon... ja, ich bin dumm, warum greife ich nicht an? Ja, das ist meine Schuld. Das habe ich verdient. Das habe ich verdient. Das war meine Schuld. Ich hab nicht drauf geachtet. Ich wollte gerade erzählen. Aber ich glaube, er hat denn jemand das andere Pokémon, was nur Typ Stahl ist. Das würde alles einfacher machen. Aber wir haben das stärkere Pokémon vor uns. Und es ist nicht mehr verwirrt und greift mich an. Keine Zweifel. Wir brauchen keine Zweifel. Er ist so gut wie tot. Verdammt! Er meint es wirklich ernst, ne? Ich will aber diesen sechsten Orden, also du gibst ihn mir auch, wenn ich ihn will. Verstanden? Brenn immer mehr und mehr. Die Konfusion kommt als nächstes. Und du kannst dich davon nicht mehr verstecken. Ich habe voll Glück mit der Konfusion. Ich kenne das eigentlich immer, dass das irgendwie nach dem zweiten Mal gar nicht mehr funktioniert. Aber hier habe ich zu viel Glück. Wahrscheinlich, weil mich bei Mopan liebt oder so. Bestimmt. Steinkante. Oh nein, er kann aber trotzdem angreifen. Ein KP. Oh, es hält durch, weil es sich Sorgen macht. Aber jetzt zweifelt es immer noch. Wie gesagt, du brauchst keine Zweifel. Nicht, wenn ich dein Trainer bin. Dann sollte alles tippitoppi sein. Trink einfach diese Limonade. Das wird dich erfrischen. Lecker, oder? Ja, ich weiß. Oh, bist mir sehr dankbar. Ja, die war auch lecker. Bolterus ist verwirrt, aber kann trotzdem angreifen. Einmal sollten wir noch überleben, eine Attacke von ihm. Deshalb nutze ich jetzt die Runde. Und greife mit Flammen schon mal. Ich habe noch nicht mal so viel AP damit. Also das muss jetzt alles funktionieren. Ja! Yes! Du hast gut gekämpft, Adam. Aber... nicht gut genug.
Da habe ich meine Pokémon so eisern trainiert und du schickst sie einfach auf die Bretter. Jetzt halt's Maul und gib mir den Orden, den verdienen. Du hast es geschafft, mein hervorragendes Team zu besiegen. In Anerkennung deiner Stärke überreiche ich dir den Minenorden. Yeah! Sieht aus wie ein Gesicht. Yeah. Mit dem Minenorden kannst du über deinen Pocket die VM-Attacke Stärke einsetzen. Nun, da du 6 Orden besitzt, werde ich dir alle Pokémon bis Level 70. Wenn dir alle Pokémon bis Level 70 aufs Wort gehorchen. Hier, ich gebe dir auch noch das. Sticker und wahrscheinlich eine TM. Ja, bis Level 70, weil ich ja so krass so overlevelt bin im Spiel, das weiß das Spiel selber. TM 91. Es ist die Attacke Lichtkanone. Hat er nie verwendet. Er konnte es nie verwenden. Wenn diese Attacke trifft, senkt sie manchmal die Spezialverteidigung des Ziels. Damn, was ein Kampf! Aber wir haben es geschafft. 2 Orden fehlen noch und wir können in die Liga. Wie geht's hier lang? Roundabout und jetzt. Oh. Ah. Ah, das waren keine Fallen. Das sind alles Abkürzungen. Ja, nice. Oh, Maike, du hast den Erinnerten besiegt. Gut gemacht. Das ist dein 6. Orden, oder? Du entwickelst dich wirklich zu einem fabelhaften Trainer. Wenn du mir jetzt sagen würdest, dass du der nächste Champ werden willst, nun, ich würde dich bestimmt nicht auslachen. Meine Unterstützung ist dir sicher. Danke, Bro. Weiß ich zu schätzen. Barry? Patrick? Hey, das ist ja der Minenorden. Reife Leistung. So stark wie du bist, könntest du ebenfalls mit dem Gedanken spielen, Champ zu werden. Auch wenn du natürlich kaum eine Chance hast, es tatsächlich zu werden. Schließlich bin ich ja stärker als du. Bild dir nichts ein. Aber egal. Los, Maike. Komm mit in die Bibliothek. Hä? Was sitzt denn da? Ja, dann folgen wir ihm gleich mal. Erstmal gehe ich kurz Pokémon heilen. Was will er denn mit mir in der Bibliothek? Ich befürchte, Böses liegt im Busch. Habe ich schon mit den Leuten hier geredet? Ich glaube noch nicht, oder? Ich weiß es gerade nicht. Aber hattet ihr Probleme bei diesem Kampf? Ich meine, sollte man eigentlich gar nicht. Man sollte eigentlich gut genug gelevelt sein. Und, er hat ja nur Stahl- und Gestein-Pokémon, also mehr ist er auch nicht wirklich. Ich kann die Vermittage Stärke erst dann mit einem Pocket ansetzen, wenn ich Arena-Adam besiegt habe. Ja. Pokémon derselben Art können manchmal alles. Ach, hab ich schon gelesen. Alright, egal. War mir gerade nicht sicher. Let's go. Okay, Patrick, wo bist du? Bist du hier unten? Nee, das ist nur das eine Mädchen, was wieder am Lesen ist. Hier vielleicht sitzt du hier? Nee? Ganz oben? Will er mit mir über Sinnoh reden oder so? Hey, Maike, hier geht's lang. Ja, ich folg dir ja schon. Was? Also gut, Opi. Ich hab Maike hergebracht, wie versprochen. Und nun bin ich auch schon wieder weg. Okay, ich verstehe schon. Bleib ja hier. Gut, endlich sind alle hier. Dann schenkt mir mal bitte eure volle Aufmerksamkeit. Womöglich habt ihr es längst wieder vergessen, aber wie ich euch gegenüber erwähnt hatte, erforsche ich die Entwicklung von Pokémon. Doch je länger ich forsche, desto mehr Fragen und Rätsel kommen auf Pokémon, die sich entwickeln und solche, die es nicht tun. Was unterscheidet sie voneinander? Entwickeln sich jene, die als Lebewesen nicht ausgereift sind, zu ihren vollständigen Formen? Und was ist dann mit den legendären Pokémon, die sich bekanntlich nicht entwickeln? Müssen wir annehmen, dass diese Pokémon quasi vollkommen sind? Genau hier kommt ihr ins Spiel. Ich hätte da nämlich eine Bitte an euch. An jedem der 3 Seen von Sinnoh soll jeweils ein sagenumwobenes Pokémon leben. Wenn wir Daten zu diesem Pokémon sammeln könnten, würde uns das vielleicht Aufschluss über den Prozess der Entwicklung geben. Doch bei diesem Unterfangen bin ich auf die Hilfe von jedem einzelnen von euch angewiesen. Bitte helft mir, die sagenumwobenen Pokémon zu finden. Hey, Moment mal, wieso habe ich denn keinen Pokédex? Na, wer ist denn bitte schön aus dem Labor gerannt, als wäre eine Herde Tauros hinter ihm her, bevor ich ihm einen Pokédex geben konnte? Aber das ist längst Schnee von gestern. Um ein guter Trainer zu werden, ist es mindestens genauso wichtig, Pokémon mit seinen eigenen Augen zu sehen.
Sie können sich voll und ganz auf mich verlassen, Professor. So fühlen sich auch die Seiten des Pokédex und Ihre Forschung kommt einen guten Schritt voran. Dass ihr mir helfen würdet, stand eigentlich auch gar nicht zur Debatte. Aber egal. Da es drei Seen gibt und ihr praktischerweise zu dritt seid, solltet ihr euch aufteilen, damit sich jeder einen See vornehmen kann. Lucius, du begibst dich bitte zum See der Wahrheit. Jawohl! Patrick, ich möchte, dass du zum See der Stärke gehst. Das führt dich fast bis nach Blizzach. Da der Weg dorthin kein Spaziergang ist, kann ich nur einen starken Trainer damit beauftragen. Ja sicher, Opi. Du nennst die Dinge beim Namen. Du weißt eben, dass ich der Beste bin. Und so bleibt für Mike nur noch der See der Kühnheit. Wenn ich mich nicht irre, liegt er zwischen Schlaede und Weideburg. Hä? Was war das denn? Es ist vorbei. Seid ihr auch alle unverletzt? Lasst uns dann draußen nachschauen. Aber seid vorsichtig. Wer weiß, in welchem Zustand sich die Stadt befindet. Erdbeben oder so war gerade. Was? Beeil dich, Michael. Bleib dich einfach stehen. Aber sei vorsichtig, okay? Es könnte noch ein Nachbeben kommen. Ist das wirklich ein Erdbeben? Verdammt, was ist denn da draußen los? Aber ich soll zum See der Kühnheit als nächstes aufbrechen. Alles klar. Dieses Beben gerade, das hatte keine natürliche Ursache. Hey, hört mal alle her! Etwas Schreckliches ist passiert! Am See der Kühnheit soll es zu einer gewaltigen Explosion gekommen sein! So in etwa! Hat er gut mit seinem Mund nachgemacht. Opi, ich mache mich jetzt auf zum See der Stärke. Ich hatte nämlich irgendein ungutes Gefühl. Okay, ciao. Mensch, dieser Patrick, dass er auch immer so hibbelig sein muss. Doch zurück zum Thema, Maike. Ich mache mir große Sorgen wegen des Vorfalls am See der Kühnheit. Aber leider habe ich keine Ahnung, was da genau vor sich geht. Daher musst du es für mich herausfinden. Doch unternimm bitte nichts, was dir gefährlich werden könnte, hörst du? Wir werden dazu stoßen, sobald wir am See der Wahrheit nach dem Rechten gesehen haben. Der See der Kühnheit also. Ich frage mich, was da wohl passiert ist. Keine Ahnung, Mann, aber das hat sich überhaupt nicht gut angehört. Wir können jetzt übrigens zur Eiseninsel. Ich meine, im Platin ist es auch notwendig, dass man zur Eiseninsel geht. Aber hier? Weiß ich gar nicht, ob man das unbedingt muss. Aber bevor wir... Lass mal kurz auf die Karte gucken. See der Kühnheit. Dort hinten. Wir müssen den ganzen Weg dorthin oder wir fliegen einfach hier hin und dann gehen wir hier runter. Oder hier hin, fliegen hier runter. Fliegen hin und gehen hier runter, wie auch immer. Aber da standen doch so Leute, die uns nicht durchgelassen haben. Und es gibt noch zwei andere Seen. Wo denn? Moment, hier ist einer. Wahrheitsufer. Hier ist das Kühnheitsufer. Und das Stärkeufer ist hier oben. Interessant. Gehen wir mal zur Eiseninsel. Ei, ei, Ankerlichten! Es ist zwar optional hier anscheinend. Oder vielleicht doch nicht. Ich meine... Ich kann mich nicht erinnern. Ich meine, im Platin war es wichtig und in Diamanten und Perl war es nicht wichtig. Ich bin mir nicht mal hundertprozentig sicher, aber... So kann ich mich dran erinnern. Keine Ahnung. Gucken wir auf jeden Fall mal hier vorbei. Vielleicht können wir auch direkt gar nicht mehr weitermachen. Ich weiß es nicht. Sind unsere Pokémon geheilt? Ja, oder? Euch geht's gut? Okay, keine Schaden genommen von der Explosion. Oder vom Erdbeben. Leerstehendes Haus. Cool. Oh, die Musik. Ja. Es ist... Oh, jetzt kann ich wieder mich wieder an alles erinnern. Okay, Leute. Ich würde sagen, mit dieser wunderschönen Musik gucken wir uns dann in der nächsten Folge um. Auf dieser Eiseninsel. Man kann hier nach links und man kann hier nach rechts. Beide Wege führen wohin, aber nur einer führt tiefer in die Insel. Schauen wir mal beim nächsten Mal, wie tief.